Was geht ab, Jungs? Heute gibt's wieder eine Karrieresimulation, aber nicht nur von einem Spieler, sondern von ganz, ganz vielen Legenden. Ihr seht auf jeden Fall hier, die Spieler, die sind alle in der vierten englischen Liga. Ich habe die auf 65 gemacht. Manche haben wir aber noch hier auf der 90er. Da schauen wir auf jeden Fall mal rein, wer den Ballon d'Or und so weiter gewinnt und wie die sich natürlich auch entwickeln hier bei einem freien Verein. Welche Vereine die heute wählen, zum Beispiel Cannavaro direkt zu Bayern gegangen. Wir haben hier Beckham einfach mal mit einer 7er Gesamtstärke. Wir haben Pirlo mit einer 9er Gesamtstärke, Eusebio mit einer 39er Gesamtstärke und wir gucken wirklich mal heute, wie die sich entwickeln. Welche Vereine und so die wählen, wer Ballon d'Or Sieger wird. Also es wird heute ein richtig geiles Video, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. So, wir sind am ersten Ballon d'Or, den holt sich Cristiano Ronaldo. Also keiner von den Legenden hat sich den geholt, aber ich glaube im ersten Jahr ist es sowieso schon so ein bisschen vorbestimmt. Wir haben ja hier nur eine halbe Saison erst gespielt. Wir werden heute auf jeden Fall auch verrückte Transfers sehen, deswegen lasst auf jeden Fall einen Like da. Wir sind am Ende der ersten Saison, ihr seht auf jeden Fall hier die Entwicklung von Pirlo und auch von Eusebio. Und Cruyff hat sich auf jeden Fall am besten hier entwickelt, Johan Cruyff. Hier mit einer 68, genauso wie Yashin und Ori und Ronaldo und Ronaldinho. Meister ist übrigens Salford City gewonnen oder wie auch immer die ausgesprochen werden mit Patrick Vieira hier im Team. Weitere Legenden sind jetzt hier nicht gewechselt von den freien Spielern. Hier seht ihr nochmal den Meister und ich bin sehr, sehr gespannt, ob jemand von den Legenden hier quasi die ganze Zeit in der Liga bleibt. Bayern jetzt hier auf jeden Fall mit einigen Legenden am Start. Sieht so aus, als hätten die hier die Champions League gewonnen. Ja, genau so ist es. Den nächsten Ballon d'Or Titel holt sich Lewandowski, also hier noch keine neuen Gesichter von Legenden und so weiter. Auch die nächste Saison geht auf jeden Fall vorbei. Wir haben auf jeden Fall jetzt in der Top-Torjäger-Liste Namen wie Fernando Torres, Sanchez natürlich. Ori ist auch mit dabei. Das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus. Eusebio auf einer 50, Pirlo auf einer 24. Ein paar Legenden chillen immer noch hier bei den freien Spielern. Cruyff und Pelé sind auf jeden Fall auf der 70, genauso wie Yashin, Puskas, Ori, Ronaldo und Ronaldinho. Beckham hier mittlerweile auf der 13. Sonst ist keiner schlechter hier als 67, beziehungsweise hier 68. Ballon d'Or überspringen wir erstmal. Ich glaube, das macht noch nicht so viel Sinn. Die meisten Stürmer sind ja hier quasi noch auf 65. Hier haben wir auf jeden Fall einen auf 90, der gewechselt ist. Die erste Ikone, die ich hier sehe, die gewechselt ist. So sieht das Ganze aktuell bei Pirlo und Eusebio aus. Unsere kleinen Experimente, beziehungsweise alles ist hier ein Experiment. Alle Spieler ein Experiment. Zidane hier auf 70. Wir haben schon die ersten über 70er. Ronaldo hier mit einer 72. Van Nistelrooy ist von den freien Spieler zu Chelsea gegangen. Roberto Carlos bei Bayern. Die verpflichten gefühlt so jeden freien Spieler. Ja, und R9, der brasilianische Ronaldo, ist auf jeden Fall momentan der Beste. Aber nicht in der Top-Torjäger-Liste. Da ist Fernando Torres immer noch voll am Start. Mit einer 70er Gesamtstärke hier. So, Meister und so weiter brauchen wir jetzt erstmal nicht angucken. Wir gehen direkt in die nächste Saison. Und der Spieler des Jahres ist wieder ein Spieler, den man schon kennt. Mbappé. Die Legenden kennt man natürlich auch, aber ihr wisst schon, was ich meine. Wir wollen natürlich hier neue Spieler sehen, aber wie gesagt, mit den Stürmern, die sind noch auf einer schlechten Gesamtstärke. Und guckt euch das einfach mal am Ende der Saison an. Wir sehen da auf jeden Fall die Legenden am Start. Aber wir haben hier auf jeden Fall Legenden am Start, den Top-Torjäger. Eusebio hier mit 21 Toren. Fernando Torres natürlich wieder am Start. R9 am Start, aber Eusebio mit einer 59er Gesamtstärke. 21 Tore. Was schießt er denn, wenn er dann auf einer 90 ist? Ihr habt es ja eben schon gesehen. Cannavaro von Bayern zu City hier gegangen. Drogba ist auch zu City hier gegangen. R9 immer noch hier der beste Spieler zusammen mit Ori, der den Club hier gewechselt hat. Genauso wie Schweinsteiger. Und auch Puskas. Yashin auch. Und ihr seht hier einfach mal Cannavaro für 239 Millionen gewechselt. Essien hier auch gewechselt zu Tottenham, auch von Bayern. Gefühlt alle freien Spieler gehen erstmal zu Bayern und danach zu anderen Clubs. Guardiola von Bayern zu Manchester United. Ich habe den nicht zu Bayern gepackt. Die sind automatisch irgendwie gefühlt alle dahin gegangen. Und dieser Hugo Sanchez ist fälschlicherweise auf einer 92. Hätte eigentlich auch ein 65er sein sollen, aber gut, das erklärt einiges, dass der auf jeden Fall so viel am Start ist mit den Toren und so weiter. Und der Ballon d'Or-Sieger wird hier wieder Kylian Mbappé. Immer noch keine Legende, richtig bitter hier. Aber gut, die heftigen Legenden wie R9, Pelé und so weiter, die sind ja noch nicht auf der Gesamtstärke. Ihr seht auf jeden Fall wieder am Ende der Saison, mittlerweile im Jahr 2025. Fernando Torres wieder sehr, sehr weit oben hier in der Torjägerliste, auch Ballack mit am Start. Ihr seht auf jeden Fall immer, Bayern kommt weiter. Real hat auch ein paar gute Legenden hier am Start. Eusebio hier mit einer 62 am Start, 18 Tore. R9 mittlerweile hier bei Basel in der Schweizer Liga als 76er. Maradona hier bei Bolton. Immer noch als 75er. Ori ist ja gewechselt, auch 75. Pelé ist auch noch hier in dieser Liga noch am Start als 75er. Freigabesumme 500 Millionen, perfekt. Fernando Torres ist nicht gewechselt bis jetzt. Dafür aber Xavi, der einfach als 74er zu Chelsea geht. Zu Chelsea, einfach absoluter Zungenbrecher. Vieira das gleiche. Okay, die holen sich jetzt alle Legendentalente. Matthäus ist zu Zwolle gegangen. Nesta als 71er zu Real. Und Beckham hier mit der 18er Gesamtstärke, perfekt. Ich habe natürlich jetzt nicht alle Legenden hier in der Liste. Ihr seht aber auf jeden Fall zwei Legenden direkt hier wieder gewechselt für über 100 Millionen. Crespo ist auf jeden Fall auch zu Liverpool gegangen in die englische Liga.
aus der vierten Liga jetzt hier wahrscheinlich. Oder ist das ein Viertliga-Verein? Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall für 137 Millionen. Alle Legenden gehen irgendwie von Bayern weg. Ist jetzt hier bei City. Und Champions League-Finale gewinnt wieder Bayern München und schon wieder gegen Dortmund. Was ist da eigentlich los? Die machen das jedes Jahr unter sich ausgefüllt. Und wir haben es endlich geschafft. Die erste Legende wird hier der Spieler des Jahres. Es ist natürlich ein Stürmer, der schon hier auf dem Rating ist, auf einer 93. Aber ja, es wurde mal Zeit, dass eine Legende hier den Ballon d'Or gewinnt im Jahr 2025. So, wir sind wieder am Ende der Saison. Top-Torjäger Fernando Torres muss natürlich mit dabei sein. Wir sehen auf jeden Fall, dass Barcelona hier mit Carles Puyol die Champions League gewinnt. Rashford mit Manchester United die Europa League. Eusebio ist anscheinend fertig mit seinem Entwicklungsplan. Gut, dann werden wir den auf jeden Fall jetzt mal hier ein bisschen umtrainieren. Hängende Spitze, 66er ist er jetzt. Pirlo ist ein 31er, ganz klassisch. Und jetzt sehen wir hier natürlich die besten Spieler, da gucken wir mal. Ganz viele bei Bayern natürlich. Manche aber immer noch nach 5, 6 Jahren hier ohne Verein. Eto'o auf jeden Fall jetzt hier bei Tottenham. Roberto Carlos zu Barcelona. Pires auch. Und Pelé und Maradona spielen hier immer noch in der englischen vierten Liga oder könnten theoretisch auch aufgestiegen sein, aber immer noch in den unteren Ligen auf jeden Fall. Beckham hat auf jeden Fall jetzt die 20er Gesamtstärke erreicht. Mal schauen, wie der am Ende sich auf jeden Fall noch entwickeln wird. Das sind auf jeden Fall die heftigsten Transfers und falls ihr die Livestreams verfolgt habt, dann werdet ihr den Rush auf jeden Fall kennen. Der wechselt hier zu Manchester City für 240 Millionen Trezeguet und jetzt geht's hier richtig los mit dem Transferfenster. Drei Legenden direkt. Roberto Carlos haben wir schon gesehen. Trezeguet hier zu Atletico Madrid. Sehr, sehr verrückte Transferphase. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Veron wechselt direkt wieder. Desailly, Vidic wechselt und dann kommt wieder normale Wechsel, beziehungsweise Dybala und De Jong auch für über 100 Millionen. Ashley Cole noch für über 100 Millionen und Werder Bremen kauft für 100 Millionen ein. Okay, wir sind auf jeden Fall schon viel zu weit hier in der Karriere. Aber es geht natürlich noch weiter. So, Mbappé macht auf jeden Fall weiter, nimmt den Legenden hier die Ballon d'Ors weg. Im Jahr 2027 gewinnt Samuel Eto'o mit Tottenham hier auf jeden Fall die Champions League. So sehen die Top-Torjäger aus. Da ist leider keine neue Legende am Start, nur der Hugo Sanchez. Eusebio mittlerweile auf einer 73. Pirlo hat auf jeden Fall nicht mehr den 31er-Move am Start, ist ein 32er. Heftiges Upgrade für diese Saison. Pelé und Maradona immer noch hier in der Liga auf 79 und 78. Hier hat sich also nicht so extrem viel getan. Beckham als 22er wird auch schwer, den zu verkaufen. Wir gucken mal auf die Top-Transfers. Da sehen wir direkt einen Transfer von Real zu Arsenal. 186 Millionen. Lampard war aber noch teurer. 210 Millionen. Keane auf jeden Fall. 207 Millionen. Scholes. 194 Millionen. Kaká gewechselt. Und Bayern München. Ich weiß nicht, warum die alle freien Spieler so gefühlt verpflichten. Aber ja, die verkaufen sie danach einfach immer. Sau smart einfach hier die freien Spieler zu verpflichten und danach einfach für 200 Millionen zu verkaufen, so in die Richtung. Eusebio mit 16 Toren hier auf jeden Fall. Aber gut, wir gehen direkt in die nächste Saison. Wir haben noch viele Saisons vor uns. Spieler des Jahres wird mal nicht Mbappé, aber Joao Felix. Ich würde sagen, ab jetzt zeige ich euch die beiden nicht mehr, falls die Spieler des Jahres nochmal werden sollten. Ich glaube, davon ist auszugehen. Wir wollen hier natürlich eigentlich Legenden sehen. In den Top-Torjägerlisten ist natürlich jetzt im Jahr 2028 nicht mehr so viele am Start. Die könnten auch natürlich aufgestiegen sein und so weiter. Dass wir außer Form sind, ist eigentlich ganz egal. Atletico gewinnt gegen Bayern München, die schon wieder im Finale waren. Auf jeden Fall 0-0 und dann im Elfmeterschießen. Also 0-0 haben sie natürlich nicht gewonnen, aber 0-0 gespielt und dann im Elfmeterschießen gewonnen. Ihr wisst schon, was ich meine. Und Arsenal gewinnt hier die Europa League. Und wir sehen auf jeden Fall jetzt hier richtig Transfers bzw. neue Spieler. Immer weniger Spieler, die noch so aussehen mit dem freien Symbol hier quasi als freie Spieler. Barcelona mit Best und Baggio hier. Oder wie auch immer der ausgesprochen wird. Sorry für alle Aussprachen. Pelé ist auf der 79 hier geblieben. Maradona auch auf der 78. Schweinsteiger ist, glaube ich, hochgegangen. Ronaldinho auch auf der 78. Okay, also die entwickeln sich gerade irgendwie nicht mehr so extrem weiter, so wie es aussieht. Wir gucken mal hier in den Transferverlauf. Da wird natürlich wieder ordentlich was abgegangen sein. Okay, diesmal ein bisschen ruhiger. Nur 160 Millionen Transfer, 150er und nochmal 140er. Ferdinand wechselt auch noch, 137. Cole nochmal, okay, 130. Gattuso wechselt noch, okay, mit dem ruhiger, ich glaube, das muss ich zurücknehmen, aber es gab schon heftigere, muss man schon ehrlich sagen. Okay, es ist wieder eine Legende, die auf jeden Fall den Ballon d'Or gewinnt, aber eine andere Legende wäre auch mal ganz cool, muss ich sagen. Kurzes Update, der Eusebio ist hier einfach mal auf 81 gegangen und ich habe eben kurz nochmal reingeguckt. Weil die in der letzten Saison ja sich nicht so wirklich entwickelt haben. Vertrag lassen wir einfach mal auslaufen hier. Hab so ein bisschen Angst gehabt, dass sie sich jetzt nicht mehr so extrem entwickeln werden. Aber ihr seht es auf jeden Fall, es geht noch weiter. Vielleicht ein bisschen langsamer. Die sind auch schon 28 Jahre alt, ne? Die sind schon 28 Jahre alt hier unter anderem. Das heißt, vielleicht müssen wir das Alter nochmal anpassen und noch weitergehen. Vielleicht ins Jahr 2040 oder so. Aber wir gehen erstmal ans Ende dieser Saison. So, ich habe jetzt mal ein paar Spieler jünger gemacht.
damit die natürlich auch sich noch entwickeln können mit 28. Das ist vielleicht schon ein bisschen zu alt. Und ich habe einen Spieler mal ganz alt gemacht und hier eingestellt, dass der auf jeden Fall am Saisonende aufhört. Yashin, vielleicht finden wir da auf jeden Fall den Regen. Ich bin sehr gespannt. Barcelona gewinnt auf jeden Fall im Jahr 2029 hier die Champions League. Tottenham hier die Europa League. Fernando Torres gurkt auf jeden Fall immer noch in der vierten englischen Liga rum. Genauso wie natürlich Pirlo und Eusebio hier mit einer 83. Figo auf jeden Fall jetzt hier bei Liverpool am Start. Und wir haben hier auf jeden Fall nochmal ein paar Entwicklungen, aber jetzt auch nicht die Megasprünge. Da hoffe ich mal in der nächsten Saison, dass die auf jeden Fall richtig hochgehen hier. Xavi und Vieira auf jeden Fall vereinslos. Die waren doch bei Chelsea. Jetzt wieder ohne Verein. Und wir gucken mal direkt, welche Spieler einen neuen Verein haben. Laudrup auf jeden Fall zu City. Vidic auf jeden Fall Rainer wechselt für 145 Millionen. Jerry, von dem habe ich sogar damals mal ein Trikot gehabt, wechselt hier für 143 Millionen. Ich habe immer gehofft später, dass es der andere, der französische ist, der Vieira. Aber dann habe ich irgendwann herausgefunden, dass es der war. Bisschen Enttäuschung war mit dabei. Bisschen lost auch. Aber ja, das sind auf jeden Fall Hammer-Transfers wieder. Richtig viele Legenden hier. Ihr seht es ja. Richtig viele Legenden wieder gewechselt. Mittlerweile wahrscheinlich auch ein paar Regens hier. Ja, das könnte der Aguero zum Beispiel sein. Und wir verlängern Eusebio hier mal. Wir gucken mal, ob der uns vielleicht noch in die dritte englische Liga hier schießen kann. Bis jetzt wird das ja nichts. Und Pirlo, der braucht auf jeden Fall auch noch Zeit. 34. Ich glaube, da wird nicht mehr so viel passieren. Genauso wie bei Beckham. Der ist auch einfach jetzt zu alt. 23. Der hat aber trotzdem dieses 90er-Potenzial oder was auch immer der für eine Gesamtstärke hat. Also da geht es doch sehr, sehr schleppend voran. Aber gut, der hatte am Anfang einen 7er-Rating. Da hätte ich auch gar keinen Bock. Und wir sehen hier bei den Top-Torjägern in der vierten englischen Liga ist Pelé jetzt am Start. Ich dachte, die wären vielleicht schon aufgestiegen, aber nein, die sind hier auf jeden Fall noch am Start. Cannavaro gewinnt hier mit City die Euroleague und die Champions League gewinnt auf jeden Fall nicht Tottenham. Die gewinnen den FA Cup, deswegen gehen wir nochmal kurz weiter. Ja doch, Tottenham gewinnt auf jeden Fall die Champions League. Eusebio hier einfach mal auf einer 86. Zum Aufstieg hat es trotzdem nicht gereicht. Hier sehen wir das Ganze, wir dümpeln irgendwo auf dem 15. Platz rum, aber natürlich, weil wir auch mit einem 35er Pirlo da spielen. 2030, in diesem Jahr sind wir jetzt. 10 Jahre haben wir simuliert. Raúl nach 10 Jahren immer noch ohne Club. Ronaldinho ist auf jeden Fall gewechselt, ist jetzt ein 84er, der beste von denen, die wir quasi bearbeitet haben. Maradona, Ronaldo hier noch am Start. Zidane, Pelé, wisst ihr ja noch, dass der hier in dieser Liga am Start ist. Und auch Fernando Torres ist wahrscheinlich hier noch am Start. So, die Transferphase ist natürlich wieder komplett eskaliert mit 100. Okay, das ist jetzt keine Legende. Der Alphonso Davies. Pre-Gen könnte das sein, weil Regen kann es auf jeden Fall nicht sein. Der hat noch nicht seine Karriere beendet. Wahrscheinlich der Pre-Gen auf jeden Fall. Durchkopf oder wie auch immer der ausgesprochen wird. Lampard wechselt hier noch, aber so ein bisschen weniger Legenden. Okay, diese Transferphase ein bisschen ruhiger. Okay, bisschen Abwechslung kommt hier auf jeden Fall rein, aber was soll das? Hier sind so viele 93er-Ikonen und es werden einfach nur die normalen Spieler hier Spieler des Jahres. Kann mir jemand erzählen, wie das irgendwie ausgelost wird da? So, Pelé klettert auf jeden Fall ein bisschen in der Torjägerliste. Chelsea wird auf jeden Fall mit Havertz hier Champions League-Sieger und Europa-League-Sieger wird Bayer Leverkusen, der Ex-Club hier von Havertz. Eusebio nochmal um eins hier gewachsen und wir können eigentlich in diese kleine Liste reingehen. Da sind auf jeden Fall die Besten am Start. Pelé, 85er, hat Potenzial etwas Besonderes zu werden, weil wir den natürlich wieder jung gemacht haben. Potenzial haben wir aber nicht verändert. Ne, das ist einfach sein Potenzial von seiner Icon-Karte halt. Aber ich muss sagen, die Transferphasen feiere ich fast schon am meisten hier. 162 Millionen, auf jeden Fall Tottenham kauft ein, Okocha, City kauft auch ein, aber gut, die Transferphase ist doch echt ein bisschen, das ist ja fast schon lame, ne? Das ist fast schon lame, wie viele 100 Millionen Transfers, 5, 6, 7, 8, nur 8 oder 7 Transfers, das ist ja wirklich, komm, da springen wir direkt in die nächste Saison, das ist doch viel zu wenig. Und was ist das denn jetzt hier bitte? Vielleicht haben es ein paar von euch schon gesehen und es ist euch aufgefallen, wir haben einfach mal einen 30er hier im Kader mit einer Gesamtstärke von 30. Okay, das ist auch, würde ich sagen, relativ selten. Einen ZOM, nicht einen Torwart, der 40 Jahre alt ist, sondern einen ZOM, einen Spieler für die Geschichtsbücher. Das ist wirklich einer der schlechtesten Spieler aller Zeiten jetzt hier mit dem Rating, die ich gesehen habe. Okay, auf der einen Seite freue ich mich, dass jetzt hier eine FIFA-Ikone quasi den Spieler des Jahres-Titel holt. Aber auf der anderen Seite, wenn es immer der gleiche ist, ist auch irgendwie ein bisschen lame. Und wir haben es geschafft. Wir sind tatsächlich jetzt hier aufgestiegen. Sehr, sehr gut. Eusebio jetzt hier immer noch auf der 87. Ich glaube, ich passe mal hier seinen Entwicklungsplan wieder an. Hat einfach 53 passen. Perfekt. Und ist hier auf jeden Fall Top-Torjäger geworden, noch vor Pelé. 21 Tore, wir sind Trainer des Monats, aber gut, das juckt jetzt hier niemanden. Neapel gewinnt auf jeden Fall die Champions League. Atalanta Bergamo hier die Euroleague. Und ich würde sagen, wir haben einen ersten großen Wechsel jetzt hier. R9 auf jeden Fall zu AC Mailand. Ronaldinho auf eine 88er Gesamtstärke.
Stärke spielt immer noch bei einem sehr unbekannten Club. Genauso wie Pelé und Maradona, die hier einfach in der Liga immer noch rumgurken. Aber vielleicht können sich die einfach auch nicht viele Clubs hier leisten. Aber es geht anscheinend. Owen wechselt auf jeden Fall 186 Millionen. Guardiola wechselt auch hier wieder. Hernandez, Veron, der hat irgendwie gefühlt schon 100 Clubs hier gehabt, aber ist auch schon hier 31. Aubameyang Regen ist das wahrscheinlich, ja, genau. Habe ich irgendwie schon an dem Namen erkannt. Ich glaube, der hat irgendwie gefühlt immer den gleichen Namen. Essien auf jeden Fall hier gewechselt. Ja, das war es auf jeden Fall schon wieder hier mit den 100 Millionen Transfers. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die nächsten Wechsel, wo die Top-Clubs, beziehungsweise wo die Top-Spieler, zu welchen Top-Clubs die auf jeden Fall gehen. Und wir sind jetzt hier in der dritten Liga. Mal schauen, ob wir da noch andere Spieler finden werden. Und wir haben es hier geschafft. Endlich mal eine andere Legende, die hier den Ballon d'Or gewinnt. George Best hier von Barcelona. Okay, wir sind jetzt im Jahr 2033. So sieht man sich auf jeden Fall wieder mit Hugo Sanchez wieder, der hier auch fleißig Tore macht. Eusebio mit 16 Toren, aber was noch viel, viel interessanter ist. Gut, Champions League können wir auch noch kurz reingucken, aber gleich werde ich da noch eine Sache zeigen. Ja, perfekt. Team wird nicht angezeigt. Pokal wird auch nicht angezeigt. Das ist mal richtig gut. Tottenham, die haben ja auch ein bisschen zu oft schon gewonnen. Da kann es auch mal rumbuggen. Die Wolves mit Lampard gewinnen auf jeden Fall hier die Euroleague. Und ihr seht es, unser Verein hat einfach die Playoffs hier gewonnen. Das heißt, wir gehen in die zweite englische Liga. Und das hat auch einen bestimmten Grund. Eusebio mittlerweile auf einer 90 und kriegt natürlich heftige Vorlagen hier von dem 30er. Und natürlich auch von Pirlo. Sehr, sehr stark auf jeden Fall. Wenn wir hier noch in die erste englische Liga kommen sollten, wäre das sowas von krass. Aber gut, wir gucken natürlich jetzt wieder hier auf die Transferzentrale und gucken, welche Spieler sich heftig entwickelt haben. So, und wir sehen auf jeden Fall Ronaldinho hier fast mit der 90er Gesamtstärke. Eusebio ist natürlich der Beste mit 65, spielt aber bei unserem eigenen Club. Ich weiß nicht, was Ronaldinho immer noch bei dem Club macht, aber auf jeden Fall sehr starke Entwicklung. Ich glaube, das Alter hat die auf jeden Fall nochmal richtig hochgeboostet hier. Zidane wäre fast zu Leipzig hier gewechselt. Puskas spielt mittlerweile bei Getafe, aber gut, der ist ein 78er, der hat sich jetzt nicht mehr so krass entwickelt. Diese Spieler, da wird die Karriere zu Ende gehen. Bei Beckham ist es vielleicht auch besser so. Das Experiment ist da auf jeden Fall an der Stelle gescheitert. Und wir gucken direkt, wir sind im Jahr 2033 in die letzten zwei Jahre hier rein. Und wenn wir dachten, wir haben den quasi schon besiegt, Mbappé mit 34, gewinnt er hier nochmal den Ballon d'Or. Zwischenzeitlich hat er den, glaube ich, echt nicht gewonnen. Oder nur einmal oder so. Aber sehr, sehr lange auf jeden Fall nicht mehr. Und ihr seht, das mit dem direkten Aufstieg in die erste Liga, das wird erstmal nix. Bayern gewinnt auf jeden Fall im Jahr 2034 die Champions League mit Carlos Alberto. Europa League gewinnt Liverpool und das sind die Top-Torjäger. Der sechste Platz bisschen verbuggt. Maradona aber auf jeden Fall hier am Start. Und ja, wie gesagt, mit dem Aufstieg ist das natürlich nichts geworden. Eusebio ist sogar runtergegangen. Den haben wir natürlich nicht jung gemacht. Das heißt, der hat seinen Peak mit der 90 in der letzten Saison auf jeden Fall schon erreicht. Und wir müssen mal nach einem russischen Keeper suchen. Also hier sehen wir natürlich schon Regens sehr wahrscheinlich. Aber einen gewissen russischen Keeper, Yashin, den wollen wir uns natürlich noch angucken. Ja, der spielt einfach mal hier bei Tottenham. 22 Jahre alt. Sehr, sehr interessant. Packen wir hier mal auf die Wunschliste. Aber gut, wir gehen erstmal, ja gut, wir können direkt zur Wunschliste. Wir können eigentlich zur Wunschliste gehen. Dann kann ich euch die Entwicklung zeigen. Pelé auf jeden Fall mit der 90. Ronaldinho auch mit der 90. Und das ist ja ein Traum. Das ist wirklich ein Traum. Ronaldinho geht hier in dieser Karriere zu Barcelona. Sehr, sehr nice. Nachdem Ronaldo jetzt hier zu Mailand gegangen ist. Maradona hier immer noch unterwegs in England. In der schlechteren Liga. Ori aber gewechselt. In die beste englische Liga wahrscheinlich. In die erste. Watford. Sehr guter Transfer hier auf jeden Fall. Schweinsteiger zu Manchester United. Okay, jetzt werden die Transfers richtig nice. Und wir gucken natürlich erstmal, was noch so transfermäßig abgeht. Ronaldinho einfach mal für 249 Millionen hier gewechselt. Sau nicer Wechsel. Ori haben wir ja schon gesehen. Hier einen Stürmer aus Argentinien. Gut, das ist alles nicht so wichtig. Das sind alles Regens. Den kennen wir natürlich schon. Yashin, der wechselt einfach schon wieder. Schweinsteiger haben wir eben schon gesehen. 140 Millionen. Riquelme 139 Millionen. Overmars 130 Millionen. Okay. Das wird nochmal richtig verrückt hier. Alle geben nochmal Geld aus, bevor die Karriere hier gleich zu Ende ist. Denn wir gehen auf jeden Fall jetzt in das letzte Jahr. Und mir tut's langsam auch schon leid. Raul, der einzige Spieler auf der Wunschliste, der dann auch hier bei den freien Spielern chillt. Den werde ich jetzt hier einfach verpflichten. Vielleicht klappt es dann ja nochmal mit dem Aufstieg hier zum Ende. Und jetzt müssen wir uns noch eine Sache angucken. Und zwar ist das natürlich die WM hier. Brasilien auf jeden Fall raus. Den hätte ich das natürlich mit den ganzen Ikonen hier gegönnt. Mit Ronaldinho, Ronaldo und Pelé. Spanien gewinnt auf jeden Fall das Finale hier. Mit Guardiola zum Beispiel oder natürlich Carles Puyol. Die holen sich jetzt hier nochmal den WM-Titel. Aber in einem Video, wo Ikonen bei den Teams spielen. Und die EM-Spielen habe ich schon mal gemacht. Schaut da gerne mal vorbei.
Und wir schauen jetzt in die letzte Saison. Okay, wir sind hier gerade im Dezember und mit dem Aufstieg könnte es noch klappen. Das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Und zum Abschluss gewinnt nochmal eine Legende hier den Ballon d'Or. Ich habe schon Barcelona gesehen, da habe ich schon gehofft, Ronaldinho, das wäre natürlich nur richtig nice gewesen. Aber gut, Ballon d'Or ist immer so eine Station, die machen nur Spieler öfter. Und wie bitter ist das jetzt nochmal am Ende? Wir sind leider durch die Playoffs hier rausgeflogen aus dem Abstiegskampf im Jahr 2035. Die Karriere geht jetzt auf jeden Fall hier zu Ende. Leider nicht mit dem Aufstieg. Schade. Wir gucken aber natürlich trotzdem auf die Entwicklung. Top-Torjäger hier in der Liste. Klose mit dabei. Den haben wir lange nicht mehr gesehen. Maradona hier auch mit am Start. Eusebio natürlich. Der ist aber auch nochmal runtergegangen. Wie auch natürlich Raúl. Pirlo auf einer 33. Perfekt. Diese Experimente komplett schief gegangen. Wir gucken erstmal noch hier in die Transfers und dann gucken wir auf die Endrating. So, unsere Transfers, das ist jetzt nicht so wichtig. Da ist sogar einer ab. Okay, einer ablösefrei. Perfekt. So, aber hier sehen wir keine Legenden mehr. Okay, was ist hier los? Keine einzigen Legenden mehr. Was? Okay, eine ist noch mit dabei für 68 Millionen. Okay, die letzte Transferphase, die choke nochmal komplett rein. So, Transferzentrale gucken wir mal rein. Ronaldo und Ronaldinho sind auf jeden Fall hier auf die 92 gekommen. Schade, die haben auf jeden Fall zum Beispiel auch Pelé hier Potenzial nicht erreicht. Hätten wir vielleicht das Alter noch ein bisschen früher umstellen müssen. Aber hier ging es auf jeden Fall in die richtige Richtung. Schade, dass kein neuer Regen hier quasi den Ballon d'Or gewonnen hat. Aber das kam leider so ein bisschen zu spät. 15 Saisons reichen dann nicht bei einer 65er Gesamtstärke, wo die heute gestartet sind. Maradona einfach die ganze Zeit in der englischen Liga geblieben hier oder in den englischen Ligen. Zidane genau das gleiche. Yashin hier auf 90. Schweinsteiger, das war nice, hier zu Manchester United. Matthäus einen 77er. Gut, das war leider nicht so stark. Beckham will auf jeden Fall am Saisonende aufhören und wir hören auch auf jeden Fall hier auf. War auf jeden Fall ein nices Video, sehr nice die Entwicklung zu sehen. Natürlich ein bisschen enttäuscht nicht, die heftigen Entwicklungen, die haben leider nicht das Potenzial geknackt. Aber es gibt auf jeden Fall auf diesem Kanal viele Videos, wo wir sogar das Potenzial von Spielern übertroffen haben. Deswegen schaut da auf jeden Fall mal gerne rein. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst auf jeden Fall ein Like und natürlich ein Abo da. Gerne die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos verpasst. Und dann sehen wir uns direkt beim nächsten Livestream oder beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und ciao.